Ja, es ist tatsächlich eine ziemlich besondere Aufführungsform, die man sich hier ausgesucht hat. Film und Theater zusammen. Film läuft hier im Hintergrund schon ein bisschen und Theater findet dann gleich hier live auf der Bühne statt. Und diese beiden Genres, diese beiden Ebenen, die vermischen sich dann. Mal läuft nur Film, mal wird nur Theater gespielt. Manchmal läuft beides gleichzeitig, manchmal ergänzt das eine das andere. Klingt durchaus ziemlich kompliziert. Und noch besser erklären kann es Isabel Gerschke, die ist nämlich wirklich Ermittlerin im Polizeiruf 110, daher könnten Sie sie kennen. Hier tatsächlich aber in der Rolle einer der möglichen Täterinnen. Was ist denn das Besondere an dieser Idee, Film und Theater zu vermischen auf diese Art und Weise? Naja, es ist ein großes Experiment und das ist das Besondere. Ich habe es in der Form halt auch noch nirgendwo gesehen und das war dann auch der Grund zu sagen, okay, wir machen das. Das interessiert mich. Ich war von Anfang an dabei, weil Marin Courage und ihren Mann kenne ich hier aus dem Stadtbild. Ich bin ja auch wirklich Potsdamerin. Die beiden leben hier. Und dann saßen wir mal zusammen an meinem Küchentisch und haben überlegt, wie kann man diese beiden Ebenen miteinander vermischen. Und das hat jetzt auch ein bisschen Zeit gebraucht, da was zu finden, wie man das gut verbinden kann. Und es ist ja auch nicht nur hübsch anzusehen, weil es gut produzierte Filme sind und gute Schauspieler auf der Bühne, sondern es bringt den Fall auch weiter. Das hoffe ich sehr. Und es ist manchmal so, dass es natürlich eine andere Ebene aufmacht. Es sind ja immer kleine Stücke, also Pick-ups, sagt man ja beim Film, die gezeigt werden. Manchmal agieren wir dann auf der Bühne gleichzeitig zum Film, manchmal aber auch nicht, dann, dass der Film wirken kann. Ist ja auch wichtig, dass nicht zu viel passiert und der Zuschauer sich auch ein kleines Bild machen kann und wirklich mitermitteln kann und überlegen kann, wer war es denn jetzt? Und diesen Jack Dalton umgebracht hat, um den es ja geht. Genau, darüber erfahren wir jetzt gleich noch ein bisschen was. Und Isabel Gerschke ist nicht die einzige prominente Schauspielerin, die Sie hier auf der Bühne und im Film entdecken können. Damit man sich das so ein bisschen besser vorstellen kann mit den verschiedenen Ebenen und wer so alles mitspielt, hier ein paar Ausschnitte aus der Generalprobe. Er hat sie alle geliebt und nun ist er tot. Gigolo Jack Dalton wurde vergiftet. Aber wer hat ihn auf dem Gewissen? War es eine seiner vielen Verflossenen? Die Hauptverdächtige ist seine letzte geliebte Roxanne. Oder hat's vielleicht doch ihr eifersüchtiger Ehemann Harold getan? Hast du? Es beginnt eine Schlammschlacht vor Gericht. Jörg Schütt aufspielt den Fernsehreporter, der vom Prozess berichtet. Jack Dalton herbeigeführt, indem sie das Opfer in seiner Wohnung vergiftete. Sie wird somit des Vorsätzlichen und... Doch während der Verhandlung tauchen noch zwei Ex-Geliebte des Toten auf, die auch als Mörderin in Frage kommen. Was wirklich passiert ist, erfährt der Zuschauer durch die Filme auf der Leinwand. Lügen über Lügen dagegen im Gerichtssaal auf der Bühne. Herr George Pickard, mein Name, hier bin ich schon wieder. Es geht ja jetzt richtig zur Sache, nicht wahr? Wer hätte das gedacht? Ein Hauen und Stechen, ein Hahnenkampf zwischen diesen, eigentlich ein Hennenkampf zwischen diesen drei Frauen, möchte ich sagen. Und man sieht schon, das Ganze ist prominent und durchaus aufwendig produziert von der Regisseurin Maren Courage und Oliver Ortem. Ihr habt Potsdam extra gedreht dafür. Das Ganze heißt ja auch Tatort Potsdam und wir befinden uns im Themenjahr Potsdam Stadt des Films. Das kann kein Zufall sein, da muss es einen Zusammenhang geben. Ja, wie Sie schon gesagt haben, wir haben ja das Filmjahr 2011 hier in Potsdam und wir haben eine ganze Menge richtig interessanter Potsdamer Schauspieler, aber auch in Berliner Schauspieler hier in der Nähe. Und die wollten wir natürlich sehr gerne live hier auf die Bühne bringen, dass die Leute das eben auch mal anfassen können. Also wir sind ja hier eine private Initiative, die ein bisschen von der Stadt gefördert wird und die haben uns das auch ein bisschen ermöglicht. Udo Schenk macht mit, es macht Jörg Schück, den haben wir gerade schon gesehen als leicht irrer Reporter, Robert Glatzeder macht mit, Isabel Gerschke, Thomas Arnold und. Wie schafft man das denn als so eine kleine Produktion, so viele prominente Schauspieler heranzubekommen? Im letzten Jahr mit Isabel Gerschke zusammen einen Film gemacht, einen Fantasy-Film, 45 Minuten und haben dann, als wir uns die Sache überlegt haben, ein Drehbuch gemacht für die Krimi-Filmshow und für die anderen Filmshows, haben Isabel das unterbreitet, sie fand es toll, haben ein paar anderen Schauspielern das auch gebracht und so hat sich das dann rumgesprochen und ja. So. Der eine kennt den Nächsten und der den und wer noch weitermacht, ist irgendwann Johnny Depp hier. Wir hoffen da drauf oder Brad Pitt. Toi, toi, toi. Anja Kling. Die Möglichkeiten gibt es viele, das Publikum sammelt sich ja auch schon und ist vermutlich auch schon interessant. Ich frage einfach mal ganz kurz hier an der Ecke, Theater und Film zusammenzubringen, was erwarten Sie denn von dem heutigen Abend? Ja, viel Spaß, würde ich erwarten. Also ansonsten kann ich mich nur überraschen lassen. Es wird spannend.
und drin, denn die Schauspieler zeigen sich ja nicht so gerne, bevor sie auftreten dem Publikum. Und müssten jetzt auch noch zwei, die mitmachen, auf mich warten, nämlich Viktoria Sturm und Thomas Arnold, hier noch so entfernt von der Masse, die euch gleich angucken wird. Euch danke. Ja, sie sind da, um das schon mal zu sagen. Draußen warten sie schon alle darauf. Was hat euch denn gereizt, mitzumachen? Und man muss das ja sagen, noch dazu ohne Gage. Es ist so ein Projekt, wo man mitmacht, weil man es gut findet. Ja, das war eher so eine Blitzgeburt, das Ganze. Und mich hat das Ensemble gereizt. Also die Leute kannte ja, 90% davon kannte ich vorher. Und hat mich gereizt, mitzumachen. Also auch so eine Art Klassentreffen. Wir gucken uns noch mal ein paar Szenen aus der Generalprobe an. Thomas Arnold, Sie spielen den Anwalt von Isabel Gerschke, die eine der möglichen Täterinnen ist. Viktoria Sturm ist eine der anderen möglichen Täterinnen. Man weiß es nicht. Der Mann hatte viele Frauen. Irgendeine wird ihn schon. Wissen Sie denn eigentlich die ganze Zeit, was passiert? Oder wird das heute Abend für Sie auch noch durchaus spannend mit diesen vielen Ebenen und allem, was so passiert? Na, mit den vielen Ebenen wird es in jedem Fall spannend, weil das ist ja technisch schon großer Aufwand. Aber klar wissen wir, was passiert letztendlich. Sie kennen sich und, das ist auch noch das Besondere, es sind alle Schauspieler, die was mit Potsdam zu tun haben. Ist das auch so eine Art von Lokalpatriotismus? Na, eher entfernt. Also bei mir ist es eher die Verwandtschaft. Na dann, toi, toi, toi für heute Abend in dieser prominenten Besetzung. Nur einmal heute hier zu sehen, wenn Sie in der Rolle des Publikums mal auftauchen wollen, können Sie machen. Am 3. September gibt es noch eine Filmshow im Hans-Otto-Theater.